vom Winde verweht. Willkommen in Schenklin. Also, wir haben einen sehr, sehr stürmischen Tag. Mehrere Hindernisse blockieren die Strecke. Sie werden den Fahrgastbetrieb von Schenklin nach Wright Pierhead durchführen. Sie haben außerdem die Aufgabe, auf weitere Hindernisse zu achten. Wenn welche auftauchen, dann sollen wir sie, glaube ich, entfernen. Steigen Sie ein und betreten Sie den Führerstand. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier von der The Island Line 2022. Ein DLC von Rivet Games, das meiner Meinung nach ganz hübsch ist. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr. Und wir steigen einfach mal ein. So. Wie war das? Ich glaube, hier war doch irgendwie. Genau. Kommen wir direkt rein. Jawohl. Tür zu. Wir gehen ja noch gleich die Tür zu. Nicht so wichtig. Okay. Türen entriegeln. Machen wir einmal. Hauptschlüssel freigeschaltet. Richtungswender auf vorwärts. Machen wir uns mal die Sicherungssysteme an. Müsste eigentlich mit Steuerung Enter klappen. Klappt nicht. Okay. Ich nehme doch nochmal diese Tür hier zu. Ich kann es vergessen. Ich saß schon so lange nicht mehr in diesem Zug. Es müsste doch irgendwo einen Schalter geben. Hier bestimmt rechte Türen. Bla 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 bla. Führerstandstür schließen. Jawohl. So, einmal hier ins Fahrzeug reingeguckt. So sieht es hier aus. Ehemaliger U-Bahn-Triebzug. So, ABS hätte ich gerne noch an. So, Türen können wir dann jetzt auch schließen. So, Türen sind zu. Dann das Licht auf. Ja, ist schon auf Tag eingestellt. Ist auch an. Dann können wir eigentlich die Bremse lösen. Und losfahren. Instrumentenbeleuchtung vielleicht auch noch an. Ja, gut, klappt nicht. So, wir dürfen gleich mit 45 ausfahren. Genau. Wir wiederholen das nochmal. Das hat ja schon mal hervorragend angefangen. Ich habe ganz vergessen, dass hier Sachen auf der Strecke stehen, die wir entfernen müssen. Ja, da steht es. Wenn welche auftauchen, entfernen Sie sie und fahren Sie mit dem Zugdienst fort. Hätte man wissen können. Ja, so viel dazu. Also auf geht's, das kann ich hier nochmal. So, diesmal möchte ich hier rein. Einmal hinsetzen, Türen auf, Fahrtrichtungshauptschlüssel rein, Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung. Lichter sind an. Einmal hier bitte hochgedreht, die Instrumentenbeleuchtung. So, dann
Einmal den Arm ganz lang ausstrecken und AWS einmal anschließen. Mit dem Rest kenne ich mich nicht so aus, ehrlicherweise. Deshalb lassen wir die mal aus. Was haben wir hier noch? Ankuppeln, Windschutzscheibe, Scheibenwischer wollte ich sagen. Ja. Führerstandsbeleuchtung, Führerstandsheizung plus Kühlungsschalter, kalt, Wärme. Das müssen wir aus. Sonst noch irgendwas? Da können wir auch noch was machen. Nee. EIIC. Lass mir es auf normal. Normal klingt gut. So, noch irgendwas? Fahrdienstleister kontaktieren. Ja, gut. Was bist du? DRA. Achso, die Türen sind auch noch zu. Warum? Das ist halt einer der Probleme, wenn man in eine Strecke, die im Grunde genommen noch nicht optimiert ist, vom Himmel her, mit dem TSW 3, wenn man da jetzt die Mods benutzt für den, und damit praktisch der neue Himmel auf alte Strecken drauf gepatcht wird, dann hat man zum Beispiel das Problem, dass manchmal gewisse Lichtquellen nicht mehr allzu sichtbar sind. Man sieht zwar immer noch hier so ganz, ganz leicht, aber es ist halt wirklich, also man sieht den Lichtkegel noch, aber man sieht halt nicht wirklich, wie diese Lampen hier an sind. Das ist dann ein notwendiges Übel, mit dem man dann wohl leben kann. Oder muss erstmal an dieser Stelle. Bis das vielleicht von DTG selbst reingebracht wird. Deckenbeleuchtung. Okay, diesmal wissen wir Bescheid. V-Max. Wir fahren erstmal mit 15 aus. Und halten den Blick auf die Strecke. War knapp. Unnötig knapp. Zur Erinnerung an unsere Arbeitsschutzrichtlinien, bitte bleiben Sie auf der gegenüberliegenden Seite der Strecke, wenn Sie Hindernisse entfernen, um Kontakt mit der stromführenden Schiene und somit schwerwiegende Verletzungen zu vermeiden. Das ist also diese Seite. Mach mal die Tür auf. Weggebeamt hier hin. Sehr schön. Weiter geht's. Einmal hoch. Tür schließen. Und weiter geht's. Da müssen wir das nächste Mal anhalten in Lake 3000. Feet. Wir dürfen 45 fahren. Thank you.
Mir gefällt die Strecke sehr, ich finde die sehr hübsch. Hier noch so ein Fußballtor. Bisschen Kleidung. Tür zu. Und merken nächstes Mal früher bremsen. Ich steige diesmal auf dieser Seite hier aus. Oh. Mülltonnen. Ich möchte davon einen Screenshot machen. Kann die? Dankeschön. So. Was soll ich denn damit jetzt machen? Interagieren. Ah. Wo sind sie? Da. Oh, das sind nur zwei? Ach, da ist die Tote. Einfach an den Rand geschmissen. So, Türen zu. Und? Auf geht's. Haben wir da irgendwas nicht ganz gemacht? Irgendwo liegt hier wohl noch ein Hindernis. Aber wir sind ja dran vorbeigefahren. Sie das Hindernis vom Gleis. Haben wir doch gemacht. Hier ist ja nichts mehr, weil wenn es ein Hindernis wäre, dann ist das hier damit gemeint. Aber jetzt müsste ich ja einmal über die Stromschiene. Und hepp. Nee. Verstehe ich nicht. Steht das da immer noch? Ja, toll. Dann können wir das Szenario nicht beenden.
Ja, das funktioniert halt jetzt nicht, dass wir das Szenario beenden, weil der springt jetzt nicht mehr weiter. Ja, ärgerlich, wir fahren jetzt einfach nur noch bis zum nächsten Bahnhof durch, würde ich behaupten. Oder? Also wir fahren einfach nur bis zum nächsten Hindernis und gucken mal, was dann passiert. Ups. Also Vorsicht ist geboten. 15 dürfen wir da dann gleich fahren. Oder ist die Ankündigung auf 15? Dann versuchen wir einfach hier jetzt mal anzuhalten. Vielleicht klappt es ja. Also Leute steigen rein und raus. Ich würde noch so weit weiterfahren bis zum nächsten Hindernis im Gleis. Wenn wir das wegbekommen, vielleicht kriegt sich dann die TSW wieder ein. Ah, sieht aber schon schön aus, oder? Was sind das für... Ah, hier ist so ein... So ein Mastery Reward, der hier freigeschaltet wird. Was, also hier drunter ist, glaube ich, einfach gar nichts. Ja, da sieht man es ja. Das ist einfach nur das Gestell hier mit diesem Dinosaurier, mit dieser Dinosaurierplane da drüber. Finde ich irgendwie ganz witzig. Okay, machen wir die Türen zu. Sehe ich jetzt erstmal nichts. So, der Zug ist über der Weiche, das heißt also, die beschleunigen wieder. Gut, dass wir die God Mode haben, mit der wir so viel zoomen können. Okay, runter, Bremse.
Einmal weg. Ja, okay, das Problem ist halt echt, der TSW erkennt das nicht mehr. Der hat einmal sich da irgendwie vertan. Weil es lag ja kein Hindernis mehr auf der Strecke, es lag ja nicht an uns. Läge dort ein Hindernis, wären wir schon wieder entgleist. Ja. Insofern fahren wir noch bis zum nächsten Bahnhof, würde ich sagen. Und dann beenden wir diese äußerst gefährliche Fahrt. Ehrlicherweise würde ich diese Fahrt gar nicht mit Fahrgästen machen. Das ist ja lebensgefährlich. Wie man gesehen hat bei meinem ersten Versuch. Was haben auch Leute so viele Trampolin? Wer springt denn schon gerne auf ein Trampolin? So was total schwachsinnig Bürgerliches, dass man unbedingt in seinem Garten ein Trampolin stehen haben muss. Toll. Beschleunigen mal ein bisschen auf die 45. Aber Vollstoff. Da gelten die 15, also ein bisschen runterbremsen. Haben wir erreicht. Und dann halten wir da vorne. Ich gehe mal davon aus, im Bahnhof gibt es keine Hindernisse. Echt schöner Bahnhof. Wirklich auch extremst gut ausmodelliert. Gerade so hier. Das dauert schon ein kleines bisschen, sowas zu bauen. Der Dino. Brady. Gut, also das Problem ist, wir kommen mit diesem Szenario halt einfach nicht mehr weiter. Das ist dann irgendwie auch nicht so ganz das Wahre. Und noch ein drittes Mal das Szenario anfangen, das sehe ich jetzt irgendwie auch nicht. Das ist aber ein schönes Foto hier mit der Brücke. Ja, The Island Line.
von Rivet Games mit der Class 484. Mir persönlich macht sie extrem viel Spaß. Ne? Also es ist super witzig, die Baureihe zu fahren. Sie fährt sich nämlich echt schön. Ja, so viel dazu. Aber dann verabschiede ich mich etwas früher als ursprünglich geplant. Aus szenariotechnischen Gründen. Und hoffe, dass ihr trotzdem ein bisschen Spaß hattet. Und wünsche euch alles Liebe und alles Gute.